Ein amerikanischer Präsident steht vor einer Kirche mit einer Bibel in der Hand und macht Wahlwerbung. Ich glaube, so etwas funktioniert nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Donald Trump, er versucht durch diese Aktion Bibeltreue und Kirchennähe zu signalisieren. Was für ein fadenscheiniger Quatsch, wenn man seine Politik kennt. Wer fällt denn auf sowas rein? Ja, ehrlich gesagt wohl die Christen in den USA, darunter viele Katholiken. Warum das so ist und was ich davon halte, das sage ich euch in diesem Video. Bleibt dran, bis gleich, euer Mike. Viele Christen in den USA, darunter auch viele Katholiken, haben bei der letzten Präsidentschaftswahl Donald Trump gewählt. Warum ist das so? Donald Trump setzt sich gegen die Abtreibung ein. Sicher, das ist ein Thema, das gerade in den USA die Christen sehr bewegt, das auch uns bewegen sollte, wo wir als Christen Stellung beziehen müssen, gar keine Frage. Doch ich habe den Eindruck, dieses Thema, das Thema Lebensschutz, endet bei diesem Präsidenten genau bei der Geburt. Danach ist Schluss. Wo schützt er da das Leben? Wo setzt er sich gegen die Todesstrafe ein? Wo setzt er sich für die Menschen an den Grenzen ein, die um Asyl suchen? Ganz im Gegenteil, er will Mauern bauen lassen nach Mexiko. Er will Menschen an der Grenze verrecken lassen. Dieser Präsident steht nicht für das Leben, ganz im Gegenteil. In ganz vielen Dingen hat er Entscheidungen getroffen und auch noch gerechtfertigt, wo er Menschenleben gefährdet hat. Die Corona-Pandemie. Sein Management ist eine Katastrophe nach wie vor. Er hat sogar zugegeben, dass er die Bevölkerung belogen hat. Er hat Tausende von Todesopfern in Kauf genommen, statt für Maßnahmen zu sorgen, um die Pandemie einzudämmen, wie das andere, zum Beispiel unsere Regierung, gemacht hat. Donald Trump ist wirklich ein Präsident, der nicht für das Christliche steht. Wer etwas anderes behauptet, der kann sich zwar gerne mit einer Bibel vor die Kirche stellen, so wie es Donald Trump gemacht hat, so wie ich es gerade gemacht habe. Aber es wäre wichtig, auch mal in diesem Buch zu lesen und sich auch mal Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, das Leben zu schützen. Und nicht nur vor der Geburt, sondern das ganze Leben. Das ist eine wichtige Frage, die ich nicht nur an Donald Trump habe, sondern auch in unserem Land. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Wen wählen wir? Das ist eine Stellungnahme. Und man muss nicht Christ sein oder als Christ unbedingt eine Partei wählen, wo auch ein C drin ist. Nein, es gibt viele Parteien, die tatsächlich für christliche Werte einstehen. Und es gibt welche, die es ganz deutlich nicht sind, die zum Beispiel Menschen an Grenzen sterben lassen wollen, statt ihnen zu helfen. Die sich überhaupt gar keine Gedanken machen über Menschen, die bei uns Hilfe suchen. Und da würde ich sagen, wird es schwierig für uns als Christen, da zu wählen. Denn Lebensschutz endet nicht bei der Geburt. Lebensschutz ist universal immer wichtig. Jedes Leben ist wertvoll, jedes Menschenleben zählt. Es gibt einen alten Spruch, während den Anfängen. Ich finde diesen Spruch sehr wichtig und auch als Christen müssen wir uns Gedanken machen, für welche Botschaft wir stehen und wo wir die Botschaft eines Gottes, der Mensch wird und der das Leben der Menschen schützen will und uns auch einlädt, dieses Leben zu schützen, wo wir dem gerecht werden. Die Wingenfelder, die haben ein ganz tolles Lied dazu geschrieben. Schaut es euch mal an. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Euer Mike. Tschüss.